Nikolaus Matthias hat ein bizarres Hobby. Weil er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Heute ist er in Dortmund auf Streife. Anzeige wegen Beleidigung. Wie gut! Ich muss auch. Da vorne haben wir schon den ersten Treffer. Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Fußgänger. Sie waren doch jetzt gerade behindert, oder? Sie wollten hier langlaufen und müssen dann aber auch... Das ist krass. Ja, ich verstehe sowas auch nicht. Ja. Aber ich muss da rein. Warum machen Sie das? Was ist Ihre Motivation? Um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen, weil die Leute denken, sie können parken, wie die wollen. Jetzt gerade am Wochenende, wegen so Ordnungsamt kommt ja nicht. Aber ja, dann kommen halt Leute wie ich. Das ist ein Behindertenparkplatz hier. Nee, man darf leider hier nicht mal halten. Sind Sie von der Polizei? Nee, aber ich mache das freiwillig. Ich habe hier so eine Falschparker-App. Nein. Toll. Wie gesagt, meine Tochter ist gleich da. Ja, alles gut. Sie bekommen da Post einfach. Nee, ich keine Post. Das lassen Sie jetzt mal. Sie stehen ja auf der Straße. Warte auf den Kunden. Also man darf hier nicht parken, aber auch nicht halten. Was soll ich machen? Soll ich rumfahren? Oder das weiß ich nicht. Ist das Ihr Auto? Ja, wir sind gleich weg. Steht auf dem Behindertenparkplatz. Ja, wir sind gleich weg. Wieso? Wir sind gleich weg. Ja, ich schick. Wie? Was machen Sie jetzt? Ich mache nur ein Foto, er schickt das ins Ordnungsamt. Nein. Nee, Sie dürfen ja nicht halten. Ja. Wir machen nur ein Bild. Guck mal. Wir wollen nur ein Foto machen. Sie dürfen ja nicht mal halten. Also es geht nicht darum, was parken. Sie dürfen nicht halten. Dankeschön. Okay. Das lassen Sie jetzt mal sofort sagen. Das ist ja ein bisschen Behindertenparkplatz. Ja, das ist sehr schön. Deswegen habe ich auch da freigelassen. Ja, alles gut. Sie kriegen einfach einen Posten, dann ist auch gut. Ich bekomme ganz bestimmt keine Posten. Sie halten sich jetzt mal ganz kurz. Nee, Sie halten sich bitte an die Straßenverkehrsordnung. Dann hätten wir ja das Problem auch gar nicht. So, ich rufe jetzt mal an, das war die Polizei. Ja, da können wir gerne rufen. Also ich mache einfach immer ein paar Fotos, dann muss das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Ich fahre doch gleich weg. Den Taxi. Nein, ich halte mich da raus. Ja, ist doch okay. So, haben wir wieder einen. Haben Sie sich das schon? Ja, ist schon rausgeschickt. Wie machen Sie so? Ich stehe hier nur, um ein Bild zu machen. Ist ein Hobby, ist einfach ein Hobby. Das ist Ihr Hobby? Ist mein Hobby, ich mache das privat, ich bin Privatperson. Ja, Sie sind ein böser Mensch. Nein, gut. So eine Scheiße. Wir packen nur ein Bild zu machen und ein Mac-Foto schicken. Sie sind bescheuert. Ich muss jetzt noch ein paar andere. Ich mach das jetzt weiter. Ich muss noch ein paar weitere Falschparker finden. Diese zwei Herren waren übrigens seine Nachbarn, doch Nikolaus kennt keine Gnade. Warum machen Sie das so? Das ist ein Hobby, ist mein Hobby. Finden Sie, das ist richtig so, oder? Naja, ich sag mal, ich schade dem Einzelnen, aber die in der Allgemeinheit. Aber machen Sie doch Ausbildung dafür. Muss man sowas Ausbildung machen? Genau, und hier gibt es Gesetze und ich sorge halt dafür, dass... Deswegen, Ausbildung ist dafür, dass man irgendwas lernen kann und Leute helfen kann. Also, aber nicht einfach so bei jedem Fremden geht. Und das kann gefährlich für Sie sein. Wollen Sie mir drohen? Ich würde dich nämlich anzeigen dann. Mich? Ja. Warum? Weil du mich bedrohst. Nein, ich drohe dich gar nicht. Ich sag dir nur, das geht nicht so in Deutschland. So Hilfe! Hilfe! Ist alles gut. Also ich bin raus. Was trinkst du gerne? Ich? Ja. Cola. Es gibt ein Problem bei Cola, das weißt du, ne? Süß, Zucker. Genau, Zucker. Ja. Da habe ich nämlich was Besseres. Das ist Holy. Das sind quasi ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Die haben Energy Drinks, aber die haben auch zum Beispiel Iced Tea oder einfach Hydration, so nach dem Sport. Oder machst du Sport? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, sieht man, dass du nicht mehr Sport machst. Nein, dass du Sport gemacht hast, meinte ich. Also, dass du gerne... Danke. Ja. Nee, auf jeden Fall, das ist Holy. Okay. Hier ist auch so ein Shaker dabei. Kann man zubereiten. Ganz easy. Du machst einfach einen halben Liter Wasser rein, ja? Ganz entspannt. Irgendeine hiervon? Da, okay, nehmen wir die. Ja. Dann reißt du das einfach auf. Dann muss das Pulver da rein. Du musst ein bisschen aufpassen, sonst kriegst du es immer ab. Du solltest das im besten Fall ohne Wind machen. Ja. Dann machst du es zu, ja? Mhm. Und dann musst du shaken. Okay. Und jetzt kannst du probieren. Ehrlich, ist gut. Ist wirklich gut. Was ist deine Note, so Schulnoten? Eine 1. Oha. Ja, dann würde ich dir das hier alles schenken. Wichtig, wenn du online bestellst, bei der ersten Bestellung, steht alles hier drauf. Hast du 5 Euro, bekommst du geschenkt mit dem Code nachhörmal5. Ja, danke. Ciao, danke. Und für alle, die Zitroneneistee mögen, es gibt jetzt 2 neue Flavor, die euch gefallen werden. Ja, wir hatten jetzt hier wieder ein paar, die hier illegal geraucht haben. Wie man sieht, hier darf man nicht rauchen. Wir schicken das ans Ordnungsamt. Du musst das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Ob die das dann verfolgen oder nicht, können die dann entscheiden. Ja, gehen wir mal weiter. Warum machen Sie das? Der steht auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Mache ich jetzt ein Foto von. Gibt wahrscheinlich 70 Euro einen Punkt.
Achtung, einmal Platz machen, bitte. Achtung, einmal. Danke. Was habt ihr gerade gesagt? Aber Nakuim habt ihr gesagt. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe ein bisschen Türkisch gelernt. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Wie heißt du? Mohammed Ali. Ein richtiger Name. Mohammed Ali. Plötzlich wird die Lage dynamisch. Willst du mir drohen? Ich drohe niemanden, aber fahr weiter. Ich mich jetzt nicht. Ich wollte weiterfahren. Ja, los. Das ist eine Sache zwischen Mohammed Ali und mir. Mohammed Ali? Ja, Junge. Und ich bin Mike Tyson. Habe ich schon mal zwei Namen. Wir treffen Nikolaus am nächsten Morgen in einer brenzligen Lage. Was ist da gerade passiert? Ach, das gibt eine Anzeige, da werde ich schön abkassieren. Das ist natürlich, seit die Doku über mich veröffentlicht wurde, habe ich natürlich eine gewisse Bekanntheit. Und da bleibt sowas natürlich nicht aus. Aber das bestärkt mich nur umso mehr, dass ich das Richtige tue. Ja. Machen wir weiter? Ja. Hallo? Sie dürfen ja nicht stehen. Ich weiß, heute. Nein, aber Sie haben jetzt hier schon gestanden, leider. Ich habe das gerade schon gesehen, ich habe schon ein Foto gemacht. Aus jetzt? Nee, ich leite das ans Ordnungsamt weiter, muss das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Ja, ich darf hier halten, 3 Minuten. Ich habe die Zeit auch gestoppt und das fotografiert. Ich weiß nicht. Sie dürfen hier nicht halten, Sie behindern den Straßenverkehr. Das ist ein Zebrastreifen. Sie behindern den Straßenverkehr, das dürfen Sie nicht. Das ist ein Zebrastreifen. Absolutes Halteverbot hier. Was genau produziert ihr hier gerade? Wir wollten für unsere Freunde was drehen. Ach so, cool. Also das ist nichts irgendwie Offizielles. Hast du ihn drauf auf der Kamera? Nein. Kann ich es einmal sehen bitte, eure Aufnahmen? Du darfst doch gar nicht auf mein Handy schauen. Du hast nicht das Recht, mich zu fotografieren oder zu filmen. Und wenn ich jetzt sehe, dass du ein Bild von mir gemacht hast, dann müssen wir die Polizei dazu holen. Aber du darfst in mein Handy gar nicht reinschauen. Dann macht die Polizei das. Ja, dann rufen wir jetzt die Polizei. Okay, dann rufen wir die Polizei. Das ist hier irgend so ein Vogel, wir wollten hier ganz normal ein Video drehen. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Ihr steht mit einem Rad auf dem Gehweg. Und jetzt? 50 Euro. Was da? Seit wann Polizei auf Fahrrad? Was steht da? Nix. Wie? Nix. Kannst du nicht lesen? Das steht doch nicht. Das wird mir jetzt gerade hier zu dumm. Wie man sieht, werde ich auch ein bisschen aggressiv angegangen. Ich werde es ans Ordnungsamt weiterleiten. Und dann muss das Ordnungsamt gucken, was du machst. Nee, du fasst das bitte nicht an. Das gibt sonst eine Anzeige bei der Polizei. Plötzlich wird die Situation gefährlich. Die aggressiven Halbstarken versuchen Nikolaus das Fahrrad zu klauen. Du lässt jetzt meine Sachen los. Hilfe! Hilfe! Nur durch ein geschicktes Manöver gelingt es ihm gerade noch, die Flucht zu ergreifen. Warte. Ganz kurz, ich mach Spaß. es tat mir leid am Ende, deswegen musste ich auflösen. Meine Güte. Wir haben nur Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Hey, warte.